Civilization 7, die Top 5 Features so far. Nummer 5, Militär. Noch ist nicht viel bekannt über die gesamten Änderungen des Militärs in Civilization 7. Das, was wir aber schon erfahren haben, gibt uns Anlass zur Hoffnung, dass es ein wirklich spannender Kampf werden kann und nicht so wie in Civilization 4 oder Civilization 3. Und darum möchte ich hier die 5 besten Neuerungen im Militär von Civilization 7 auflisten. Nummer 5, Mauern um verschiedene Stadtbezirke. Wer in Civ 6 das Gefühl hatte, dass es zu einfach ist, Städte zu erobern, wird sich über das neue Feature in Civ 7 freuen. Ab jetzt könnt ihr um jedes Stadtviertel eine Stadtmauer bauen und jedes Stadtviertel mit einer Stadtmauer muss erobert werden, um die gesamte Stadt zu erobern. Ob das jetzt wirklich mehr Spielspaß bringt oder einfach nur die Stadteroberung verlängert, werden wir im Februar sehen. Mit dieser Ungewissheit hat sich das Feature Platz 5 in diesem Ranking verdient. Nummer 4. Navigierbare Flüsse. Seit Civ 3 sind Flüsse nichts mehr als Boni-Lieferanten. In Civ 7 wird sich das wieder ändern, denn Flüsse werden befahrbar sein. Das bringt nicht nur neue Möglichkeiten fürs Militär und für den Handel, sondern auch neue Tiefen in die Entscheidung, wo ich meine Stadt hin platzieren werde und wie ich den Fluss in mein neues Stadtbild integrieren werde. Und damit verdient Platz 4 in diesem Ranking. Nummer 3. Noch mehr Spezialeinheiten. Civ 7 bietet viele neue Möglichkeiten, unter anderem den Wechsel der Völker vor jedem neuen Zeitalter. Mit vielen neuen Völkern kommen viele neue militärische Spezialeinheiten, mit denen man sich auf militärische Herausforderungen sehr gut einstellen kann, wenn man es denn möchte. Damit hat man aktiv die Möglichkeit, auf alles zu reagieren oder aktiv in Kauf zu nehmen, dass man nur die Standardeinheiten zur Verfügung hat und landet damit auch aktiv auf Platz 3 in diesem Ranking. Nummer 2. Kommandanten und ihre Befehle. In Civilization 7 wird das Militär vor allen Dingen über die Kommandanten gesteuert werden. Diese bekommen verschiedene Befehle, um Boni zu verteilen, wie zum Beispiel konzentriertes Feuer, damit die Fernkampfeinheiten stärker werden. Manche Befehle dienen aber auch dem Komfort, wie alle Einheiten gleichzeitig von einem Feld zum anderen bewegen zu können und dann es im Kampf wieder auf verschiedene Felder zu verteilen. Das erspart einen Haufen Klicks und erreicht damit zu Recht Platz 2 in diesem Ranking. Nummer 1. Skilltrees der Kommandanten. Was mich am meisten am Militär in Civilization 6 gestört hat, war nicht, dass ich die Einheiten einzeln durch die Gegend schicken musste, sondern dass ich die Einheiten einzeln aufleveln musste. Das bedeutete, jedes Mal, wenn eine Einheit genug Erfahrungspunkte gesammelt hat, um ein Upgrade zu bekommen, musste ich mich nicht nur mit der Situation der Einheit beschäftigen, sondern auch prüfen, wie oft ich bestimmte Upgrades in meiner Armee schon vergeben habe, um auch auf zukünftige Situationen gut eingestellt zu sein. Mit dem neuen Skilltree des Kommandanten hoffe ich, dass das alles nicht nur wegfällt, sondern auch schönere, taktischere Entscheidungen getroffen werden können, die dem Spielspaß dienlich sind, der mir beim Militär oft in Civilization gefehlt hat. Und damit verdient dieses Feature zu Recht Platz 1 in meinem Ranking. Willkommen auf der Endcard, liebe Anführer. Mögen eure Zivilisationen den Test der Zeit überdauern. Hier findet ihr weitere Civilization 7 Videos, da findet ihr weitere Civilization 6 Videos. Da könnt ihr meinen Kanal abonnieren. In der Beschreibung könnt ihr euch über Neoliberale und Rechtsradikale informieren. Und gerne Spenden an mich senden, die ich an Insta weiterleite für neues Equipment und damit viel Spaß beim selber Errichten eurer eigenen Zivilisation. In jedem Civilization eurer Wahl wünscht euch euer Aha!